willkommen zu der 50. Folge bei den Happy Farmers. Ja, lang ist es her, dass wir bei den Happy Farmers wieder mal mit dabei waren. Aber ja, gut. Ich bin mal gespannt, was auf so uns heute zukommt. Wir haben ja noch hier die... Wir haben schon der Frühling. Gut, naja, wie auch immer. Wir haben hier ein Gerät hier drin. I don't know, was wir jetzt machen. Gut. Gut. Da schaue ich jetzt erstmal kurz mal, wer heute so alles da ist. So. Gut, also. Ich habe gar keinen Plan, was wir machen. Ja, das funktioniert wie immer. Gut, schlecht, gut, I don't know. Naja. Das ist schon. Ist es Schnee? Oder ist es Salz? I don't know. Ja, ist Salz. Ist Streusalz. Aber warum zum Teufel haben. Ne. Ist es Schnee? Naja, gut, wie auch immer. Hier haben wir die zwei riesen Fahrzeuge. Ich glaube, da schnappt man. Wir wollten uns ja noch als Polizisten nochmal anmelden. Karte der Melf Kunz habe ich ja mal und Ronny Moore. Oh, hier haben wir den Beinpasser, perfekt. Gülle, Träger. Und da haben wir die Zeit 10:50 jetzt. Wir haben Dieselross. Normalen 10:50er. LKW haben wir auch, okay. Ist das Schnee oder ist es Salz? Das ist Schnee, der bei uns liegt. Naja, gut. Ich glaube dann, I don't know, was wir jetzt können wir machen. So, dann würde ich mal sagen, dass wir gleich uns mal den einen guten Kollegen Kunze gleich mal erreichen. Alter, jetzt habe ich gerade Probleme erreicht. So, jetzt. Dann rufen wir ihn einfach mal an, würde ich sagen. Channel geswitcht. Channel geswitcht. Okay, der hat nicht reagiert auf den Anruf. Naja, gut. Gut. Ja, schlecht für uns, würde ich mal sagen. Dann schnappen wir uns gleich mal den Diesel raus. Dann fahren wir mal zum Kunden.
ganz genau. Weil ich habe ihn ja schon bereits mal angeortet. Halt ist das. Alter. Hilfe, ey. Ja. Gut, dann fahren wir, ne? Benutzer hat deinen Channel betreten. Willkommen bei der Karschmaragra-Portal-Ecke. Der nächste freie Mitarbeiter wird gleich für Sie da sein. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Vielen Dank. Jörg Wagner, Karschmaragra. Ja, dein Chef hier. Ah, komm, so grüß dich. Ich habe dich gerade mal angerufen, aber du hast ja nicht, oder brauchst gerade irgendwie Beschäftigung anscheinend. Sag mal, brauchst du gerade irgendwo Hilfe? Ich glaube, ich sehe es gerade schon selber. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Wir können ja erstmal die Pappeln weiter ernten. Da waren wir ja mal angefangen. Bist du aus dem LKW langkommen, oder? Wie hast du das etwa okay, gut. Sagt derjenige, oder sagt gerade derjenige, den Traktor damals gegen die Wand gepfeffert hat. Ja, gut. Na gut, die arme Zuckerrübenmaschine würde ich mal behaupten. Ne? Ja, irgendwas stimmt da nicht mit dem Gerät. Ja. Gut, wir haben mich dann auf dem, nach, auf dem Weg zum Dinger, zu dir damals, jetzt gerade noch einmal zur Zuckerrüben-Erntemaschine. Aber gut, wenn das Ding auf dem Dach liegt, ich glaube, das Ding kriegen wir nicht mehr so schnell los. Oder umgedreht. Ja, das ist irgendwas wie so ein scheiß Vehicle-Strap. Okay, naja, gut. So, vielleicht sollte man auch irgendwie. Na gut, es liegt. Ist da auch irgendwie Betriebsstoff eigentlich ausgelaufen, weißt du das? Ich schaue jetzt so kurz mal nach. Das ist alles Biodiesel und biologisch abbaubarer Scheiß drin. Das heißt, da ist nichts, was der Umwelt schaden könnte, ne? Da könnte nichts schaden. Nö. Das ist höchstens, dass die scheiß Bioöle den Schläuchen scheiden, aber gab Subventionen. Na gut. Man, da ist man nur ein paar Tage mal nicht mal da, weil man unten irgendwie festhängt. Schon liegt da wieder was auf dem Dach, ja gut. Egal jetzt. Genau, jetzt muss ich. Der hast du irgendwas mal vom Karl-Heinz Smartphone wieder gehört nach langer Zeit oder überhaupt gar nichts von dem? Ja, ich war letzte Woche ja auch nicht da, weil der hat einen Unfall gehabt. Uff. Ja, hat sich beim Skifahren abgemault. Oh, Mann, ey. Und dann habe ich ihm erstmal haufenweise Klamotten und so was da in die, was ist das, Schweiz oder Österreich gewesen, habe ihm da seinen ganzen Kram hingebracht. Dass er da nicht halbnackt im Krankenhaus vegetiert. Ja, gut, ich glaube, da werde ich versuchen, es dem. Ich wollte jetzt mal schauen, ob ich als Polizist jetzt irgendwie demnächst anfangen kann. Ja, gut. Oh Mann, ey. Komm, jetzt mal wieder da, haben wir wieder direkt. Muss ich wieder sortieren. So, also. Also, der liegt im Krankenhaus. Na super, ey. Naja, gut. Gute Besserung auf jeden Fall an ihn. Du bist wahrscheinlich gerade auf der 143, ne? Ja, genau. Ich hab mir ein Taxi gerufen, den Notdienst gerufen, sollen die sich drum kümmern. Ja, wird da um die Zuckerrübenmaschine wird sich auch schon demnächst gekümmert, ne? Ja, da sind irgendwie Leute unterwegs. Das heißt wahrscheinlich. Kein Bock auf den Scheiß. Ja, gut. Ich sehe ihn gerade nach. Am besten, ich komme gleich mal zu dir runter oder. Eigentlich ist es jetzt irgendwie abgeklärt worden mit der Ding, sag schon. Mit dem, jetzt nehme ich das Wort. Mit der Gemeinde, dass ich da irgendwie anfangen könnte oder wurde da nicht wirklich groß geredet? Ich war, hab da auch nicht viel geredet, als ich bei Karl-Heinz war. Was soll ich mich auch kümmern, dass du nach einem Job kriegst? Ja, gut. Der Bürgermeister hat mich nur angerufen, ich habe gesagt, von mir aus kann er es machen. Ja.
Weil er meinte halt, ich soll mich halt mit den Chefs mich halt abreden, ob es in Ordnung ginge. Deshalb, Ja, da hat er vor 2 Wochen mit mir telefoniert, ich hab gesagt, von mir aus. Ja gut, dann rufe ich dann. Und ich glaube, dann hatte ich dir auch schon mal gesagt, dass du dich wieder bei ihm melden sollst. Ich glaube, dazu sind wir, glaube ich, nicht mehr gekommen, weil wir da zu beschäftigt waren mit dem Ernten. Ne? Ja, das Ach kann Gott. sein. Na gut. Alter. Kann sein, dass. Na komm, Alter. Kann sein, dass die 1050 im Frühling nicht mehr so ganz schmierig laufen. Eigentlich haben die die ganze Wartung gekriegt. Weil ich fahre gerade mit einem der 1050 und der hat eigentlich eine Höchstgeschwindigkeit von 63, aber der fährt nur knapp 42 um den Dreh rum. Jetzt! 50 auf den Tag, oder? Danke. Alter. So, und das ist der Ronnie Moore, ne? Wo ich dann noch anrufen muss, Alter. Gut, aber es liegt ja noch Schnee auf unserem Gelände, obwohl wir schon Frühling haben. Oh, nachts friert es ja noch, ich habe die ganze Scheiße nur auf einen Haufen gekippt, da dauert es ein bisschen länger, bis es weggetaut ist. Ja, das stimmt halt, Alter. Gut, ich bin dann gleich bei dir. Yep. Ach ja. Wo war eigentlich, oder wo war, also hast mit dem Karl-Heinz Smart gesprochen, ne? Wo war er in Bayern oder war er in Österreich oder in der Schweiz Skifahren? Was war das? Wüsste ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwo da im Grenzgebiet. Ja gut, Bergen, ja. Alpen, Bergen. Ist auch alles dasselbe. Hust. Ich hätte vielleicht mit einem Hänger kommen sollen. Ja, ich sagte ja, der LKW. Und was komme ich voll Idiot? Ja, mit dem Träger. Gut, halt heißt es einmal 180 Grad Wende machen und zurück. Welche Hänge, Alter, welche Hänge passen da am besten eigentlich, weißt du? Das Achso. LKW-Gespann steht komplett fertig in der Halle. Ah, oh, Mann. Da steht das Lost. komplette Gespann. Ja. Einige würden sagen, in der heutigen Sprache Lost.mp3 oder MP4. Wie das heißt, ganz genau. Komm, mit Gasträger. 65 läuft er. No, Alter. Benutzer hat deinen Channel verlassen. Ja gut. Aufgelegt, um ein Wort zu sagen, ist auch gut. Na gut. Dann renn mal kurz mal schnell hinter. Zum. Da ist er, unser Gespann. Na super, ey. Dreifaches Gespann, ja. Na gut. Ende. Dann mal Abfahrt. Was ist das? Ist da die Kamera bei mir irgendwie um? Mir ganz so richtig. Alter, nach oben sehen, Fahrzeug. Nach unten sehen, nach oben sehen. Scheinung speichern. Gut. Ich glaube, ich kurz mal mit um.
Nach unten sehen, bam. Ja. So. So. Na ja, jetzt funktioniert die Kamera schon wieder. Na ja, gut. Wie auch immer. Naja, Treffer ist gespannt. Das haben wir was Neues für uns, würde ich sagen. Huch, hat niemand gesehen. Gas, 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 Gas. Benutzer hat deinen Channel betreten. So. Oh, komm hier nicht in einem Zug rum. Brauchst du nicht bis aufs Schneidwerk rauffahren, du kannst ein bisschen Abstand nehmen. Einer schlau. Da war Luft. Da war Luft. Aber gerade noch so Luft, würde ich behaupten. Jetzt habe ich durch den Reifen. Moment. Gebraucht kurz. Da war aber noch Luft nach oben, keine Sorge. Luft nach oben ist meistens. Okay, da ist jetzt irgendwas. Warte. Wahrscheinlich ist der LKW voll. Anscheinend.
Da ist aber noch eigentlich noch Platz, sehe ich noch eigentlich. Ist da noch Platz oben? Naja, das ist hier mal schon, was das tut, denke ich mal. Das Sim erkennt auch nicht, dass ich drei Hänger habe, aber gut. Naja. Ach, Junge. Ab und zu mal lenken. Ja, ich weiß. Nicht immer nur mit dem Handy spielen am Steuer. Ich spiele nicht auf dem Handy. Ich schaue gerade irgendwie auf die Ladung hinten drauf. So. Ich zieh mal lieber ein größeres Eck. Ich krieg die Kugel besser. So, ich muss damit besser schneller vorfahren. So. Oh, das passt besser. Du brauchst nicht stramm neben den Weiden fahren, habe ich keinen Platz mehr zum Lenken. Ludwig, ich habe bei Wunderlück. Naja. Na, hast du getrunken? Nein. Jetzt sagst du, ich soll abschauen lassen, jetzt sagst du. Ja! Weil du so scharf hin und her eierst die ganze Zeit. Ich versuche halt den perfekten Abstand zwischen uns zu halten, dass wir ja nicht zusammen kollidieren. Aber du kannst aber ein Stück weiter vorfahren, dass der Anhänger mehr neben mir ist. Jo, perfekt. Ey, 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 jetzt wollte. Na gut, wieder hat der Trip. Ja, dann kommt es halt kurz mal. Die Hänger sind nicht ganz voll. Ich weiß nicht, warum das System nicht erkennt, dass die Hänger voll sind. Noch nicht voll sind, aber gut. Ja, es sind die Achslastwiege-Geschichten. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel ausgeholt. Moment, gib mir eine Sekunde. Alter, ich hab's auch heute eben echt nah rangefahren. Sonst müssen wir gleich hier vom Ende noch einmal hoch und runter fahren, dass da ein bisschen mehr Platz zu wenden ist. Immer vorne so ein kleines Stückchen ist immer noch und es hat auf den dritten Hänger geschwenkt. Naja, ich werde es nie mit der Technik verstehen, wie die genau tickt, aber gut. Oh, sind halt nasse Pappeln, die bringen ein bisschen Gewicht. Nicht, dass uns hier die Achsen wegbrechen. Da ist aber noch Luft nach oben. Ja, da Luft und Gewicht, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ach ja, und eben drückst du die Daumen im Formel 1 Weltmeisterschaftskampf? Fahren die schon wieder? Ja, diesmal in Abu Dhabi in Jeddah. Es sind noch zwei Rennen übrig. Dieses Rennen in Saudi-Arabien und wie immer am 12. Dezember. Oder sozusagen am 12. ist halt der Abu Dhabi Grand Prix, immer als Abschlussrennen der Saison. Und wem drückst du oder sagst du, die pfeffern sich beide wieder weg oder wer gewinnt den Weltmeistertitel? Keine Ahnung. Hier haben wir nur 8 Punkte Unterschied, Hamilton und Verstappen. Naja. Naja, Hamilton dann achtfacher Weltmeister und Verstappen einfacher. Also zum ersten Mal Weltmeister. Naja, wir werden ja sehen, wie es am Ende endet. Ich sag, der Typ mit dem grünen Auto. Naja, die ersten Martins starten auf 16, 17. Die haben nur knapp mal 50 Punkte und die haben da vorne 8, 300 noch was Punkte. Und Poren kann man sich knapp 26 Punkte abstauben. Was machst du jetzt? Du Hatten sagst wir doch jetzt. gerade gesagt, dass wir hier ein bisschen mehr, dass du hier ein bisschen mehr Platz kriegst zum Ja. Umdrehen. Na gut, dann mache ich halt kurz mal gucken. Kann er so weit beschießen überhaupt? Jo. Flogge kann leicht nicht sagen. Na, wie voll bist du? 92%. 123.000 Liter schon. Also 123 Kubik. Ja, 94%. Ich glaube, 130 Kubik macht er noch vorne an das Ende der Gelände, denke ich mal. Ja, ich glaube irgendwie 130 oder 133 Kubik nehmen die. Ja, werden wir gleich sehen. Ich glaube, es waren wirklich 133 Kubik. Aber wir sind jetzt bei 130 Kubik. 131. Na komm, das Feld schafft man noch. Ne, nicht ganz, würde ich sagen. 102. Jetzt hängt er komischerweise. Ja, 132 Schluss. Stopp. Ja gut, dann ist er voll. Wenn voll ist, Ja. es voll. Ach Gott, das wird gleich eine Tour zurück zur Farm. Na ja, gut. Wenigstens mal was mitgekommen. Und wenn dann ein bisschen hin und her schlittern, schön seitlich driften, dann kommt man da schon an. Naja, mit Krach und Mach kommt man immer ans Ziel an. So. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist. Ich glaube, ich muss es nicht zum 50. Mal wiederholen oder zum 1000. Mal. Und bis zum nächsten Folge, Leute. Euer Blaublitz. Ciao, ciao. Benutzer hat deinen Channel Euer verlassen. Türkiswolf. Ciao, ciao.